Urteil im Prozess um Tötung von Tochter und Mutter. Das Landgericht Berlin hat am Dienstag eine Frau wegen der Tötung von zwei Familienmitgliedern zu 8 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. Das Gericht sah als erwiesen an, dass die 42-Jährige im vergangenen Oktober erst ihre 11-jährige Tochter mit einem Messer umbrachte. Anschließend tötete sie ihre 68-jährige Mutter auf deren eigenen Wunsch hin. Der mitangeklagte Vater der Beschuldigten muss 6 Jahre ins Gefängnis, weil er von dem Plan gewusst haben soll, aber nicht eingeschritten ist. Nach Auffassung des Gerichts war die Angeklagte wegen einer Persönlichkeitsstörung zum Tatzeitpunkt in ihrer Steuerungsfähigkeit eingeschränkt.